Liebe Freunde, es ist November geworden. Draußen ist es ungemütlich, es ist kühl, es ist grau, es regnet. Und vor allen Dingen ist es natürlich abends um 5 Uhr schon richtig, richtig dunkel. Einfach, ja, man ist so ein bisschen einfach in seinem kleinen Herbstblues, möchte ich mal sagen. Und aus dieser Tristesse einfach ein bisschen rauszukommen, möchte ich euch heute 5 Spiele zeigen, die ich mir so ein bisschen einfach für den Herbst auch vorgenommen habe. Anfangen möchte ich mit Red Dead Redemption 2 natürlich. Das hier ist jetzt die österreichische Version. Ich weiß nicht, inwiefern sich das zur deutschen unterscheidet. Es heißt ja immer, wenn du in Österreich Spiele bestellst, dann sind die zwar auch auf Deutsch, sind aber vom Gewaltpotenzial nicht so entschärft wie die deutschen Versionen. Ja, Spiel ist natürlich auf Englisch. Die Untertitel sind tatsächlich auf Deutsch, muss man also viel lesen. Ich fände es besser, wenn man das Spiel hier, wenn man so Knaller einfach auch dann in den jeweiligen Landessprachen. Ja klar, ist das viel mehr Arbeit und Pipapo, aber das ist doch einfach auch eine Story, die man hier rüberbringt, oder ein episches, großes Spiel, was überall gut ankommt. Und ja, man, ich verstehe schon Englisch, na klar, aber bei Weitem auch nicht alles. Ja, du musst dann also schon auch lesen und Pipapo, und das eine oder andere überliest sich dann einfach. Ne? Ja, Red Dead Redemption 2 ist für mich eine große Überraschung geworden, muss ich echt mal zugeben. Den ersten Teil habe ich jetzt nicht so intensiv gespielt auf der Xbox. Deswegen hat mich das Ding hier doch echt wirklich überrascht auch. Und die Landschaft ist unheimlich groß, unfassbar. Viel kann man entdecken, viel machen. Und es ist für mich also, ich muss wirklich sagen, das ist für mich das Spiel des Jahres. Ja, also ein echter Knaller. Und ich denke, das wird mich auch den Rest des Winters einfach noch ein bisschen an die Konsole fesseln, weil ich hier einfach auch gerne noch die ganzen Schätze finden möchte. Und ja, man kommt ja ab und zu in Situationen rein, so Zufallssituationen, wo dann irgendeiner rumsteht oder man wird selbst überfallen oder pipapo. Ja, der Tag- und Nachtwechsel ist total gut geworden. Also ich bin hell begeistert von diesem Spiel, und das wird mich auf jeden Fall auch noch ein bisschen durch den Winter begleiten, meine Freunde. So, kommen wir zum nächsten Spiel, was ich uns rausgesucht habe. Wie gesagt, für die graue Tristesse, und zwar Go Vacation. 50 Aktivitäten, unendlich viele Möglichkeiten. Ja, Go Vacation kann man hier spielen mit 4 Spielern. Es ist mit dem Balance Board kompatibel und ja, mit Nunchuck oder hier hinten ist noch diese Gun drauf. Die fehlt mir übrigens auch noch. Die muss ich mir noch mal irgendwann zulegen. Da habe ich einfach mal ein bisschen Lust drauf. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ziemlich gut. Man ist auch ein bisschen sportlich aktiv unterwegs. Vor allen Dingen gehen wir ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Und da gibt es dann wieder fetten Gänsebraten, Glühwein und jede Menge Süßigkeiten, Schokolade, Pipapo. Und dass man einfach ein bisschen fit bleibt, ein bisschen in Form ist, kann ich euch hier so ein kleines Sportspiel empfehlen. Es ist natürlich auch schön bunt, was einfach auch die Stimmung jetzt wieder hebt zu dieser grauen Jahreszeit. Und ja, gestalten Sie Ihre Charaktere, richten Sie Ihre Traumvilla ein und vieles mehr. Erleben Sie 50 Sportarten und Aktivitäten und entdecken Sie die Insel mit bis zu 4 Spielern. Ja, wie gesagt, ich habe es mir vorgenommen und ich werde da auch ein bisschen dranbleiben einfach. Weil ich finde, das gibt es jetzt auch als Neuauflage natürlich auch, aber den Teil ist halt der erste für mich und ich hätte diesen Teil tatsächlich auch gerne nochmal sealed gehabt. Allerdings kostet das Spiel eingeschweißt, ich glaube, so um die 70 Euro. Ich finde es tatsächlich ganz gut. Vielleicht lege ich es mir irgendwann nochmal zu eingeschweißt. Einfach für die Sammlung. Ist natürlich jetzt für den einen oder anderen übertrieben, aber für mich ein guter Titel. Und das werde ich mir mal gönnen. Gerade jetzt in der Herbst- und Winterzeit spiele ich natürlich auch gerne mal Spiele, die wirklich alt sind, richtige Klassiker sind. Und da bietet sich's an, ich habe was Schönes rausgesucht. Rare Replay, 30 legendäre Spielklassiker auf einer CD. Das Ding ist exklusiv nur auf Xbox erschienen. Falls ihr eine Xbox habt, kauft euch das. Es kostet so um die 10 Euro. Und hier sind wirklich von dem Publisher Rare wirklich gute Spiele drauf. Wie zum Beispiel Conker's Bad Fur Day natürlich. Wir kennen das alles vom N64. Oder, was haben wir noch? Perfect Dark, Snake Rattle and Roll, Solar Jetman, Slalom, also wirklich auch gute alte NES-Klassiker und so weiter, N64. Eine schöne, gemütliche Sammlung, natürlich auch schön bunt, ne? Aber gerade das macht es aus, wie gesagt, wir wollen ja so ein bisschen die Tristesse einfach bekämpfen.
Und ja, das bringt einen auf andere Gedanken, macht ein bisschen gute Laune auch und kann ich euch sehr empfehlen. Ich denke, für den Preis kriegst du hier 30 Spiele. Da machst du nichts falsch. Und kann man auch übrigens im Koop zocken mit 2 bis 4 Spielern. Natürlich nicht alles, aber sowas wie Snake Rattle and Roll zum Beispiel kann man dann auch gemütlich mal einen Retro-Abend zu zweit machen. Ja, so, der nächste Titel, den ich uns rausgesucht habe, ist wieder für die PlayStation 4 und zwar Gianna Sisters Twisted Dreams. Ihr kennt Gianna Sisters noch damals vom Amiga. Das ist jetzt hier so ein bisschen einfach eine Neuauflage. Hier steht drauf, läuft gestochen scharf in 1080p und 60 FPS. Preisgekrönter Soundtrack und flüssiges Morphing zwischen Traum und Albtraum. Ja, wir haben die beiden Schwestern natürlich, ihr kennt das. Und man kann mit den Schultertasten von der PlayStation einfach schön hin und her wechseln zwischen den beiden Ladies und kann damit Dinge erreichen, die eine vielleicht nicht kann, das kann dann die andere. Und die Welt ändert sich dann komplett. Der Hintergrund wird anders. Er ist auf jeden Fall schön bunt, macht sehr viel Spaß, ist natürlich sehr schwer, wie ich finde. Also hier irgendwie alles zu bekommen, ist wirklich eine wirkliche Herausforderung. Und ich denke für die Winterzeit einfach genau das Richtige. Ich habe uns noch was wirklich Schönes, richtig Buntes rausgesucht, auch jetzt einfach um die dunkle Zeit zu überstehen. Kirby's Adventure für die Wii. Ich mag Kirby sehr, muss ich sagen. Und auch gerade das Spiel, weil er saugt halt viele Sachen auf einfach und du kannst dann die Formen bzw. die Waffen hast du dann von den Gegnern. Ein schönes Jump'n'Run auch. Kirby ist zurück und hat neue Spezialpower im Gepäck. Ja, es ist nur so, dass das auch sehr, sehr schwer ist, wie ich finde. Also ich habe hier gerade in den Bonus-Leveln ist es tatsächlich so, dass man da, ich weiß nicht, wie man da die Goldmedaillen holen soll oder wie man dann jede Herausforderung da irgendwie meistern kann. Also es ist wirklich schon ziemlich schwierig, muss ich sagen, für ein, sagen wir mal, Spiel für eine jüngere Generation. Obwohl, das ist es ja eigentlich nicht. Es sieht zwar sehr bunt aus, ihr kennt Kirby, aber es macht halt unglaublich viel Spaß. Das Ding kann man auch gemütlich mit bis zu 4 Spielern zocken vor der Wii. Und ja, hier steht drauf, bis zu 4 Spieler können gleichzeitig am Spiel teilnehmen und sich jederzeit in den Kampf stürzen. Ja, dann kann man halt verschiedene Charaktere aus dem Kirby-Universum wählen, wie zum Beispiel hier Meta Knight oder Kirby selbst und so weiter. Also wirklich ein schönes, buntes Spiel, schönes Jump'n'Run. Auch das macht wieder einfach gute Laune im Herbst, meine Freunde. Ja, damit sind wir durch an der Stelle und ich wünsche euch einen gediegenen Tag. Macht es euch schön warm und gemütlich vor der Konsole. Lasst es euch gut gehen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.